What's up, Leute? Wie geht es euch? Wir sind unterwegs mit der Family, ein bisschen spazieren. Das ist ganz schönes Wetter, muss man sagen. Ja, wir wollen gleich noch was essen fahren. Und dann machen wir noch dieses Video, wie ich euch versprochen hatte, einen Rückblick 2020, was wir so gemacht haben. Oder was allgemein passiert ist nach dem Quarantänenvideo, was im April, glaube ich, gedreht wurde. Und jetzt spazieren wir ein bisschen, es ist super schönes Wetter, blauer Himmel, Sonne scheint, ein bisschen kühler Wind, aber sonst ist es super schön. Wir fahren wahrscheinlich Pizzeria, bei Pizzeria essen. Livia, warte. Hier, da vorne geht ein kleiner Hund. Mama, Mama. Livia ruft nach Mama, die ist da hinten. Wo ist die? Oh, da. Weil der Django, der ist ein bisschen Psycho, wie ihr wahrscheinlich wisst. Livia, komm, Mama kommt, hier Mama kommt, tu mal den Django da. Für diejenigen, die sich fragen, warum wir Masken tragen oder halt sehr oft Masken aufhaben, hier ist es so üblich, in der Bay Area auf jeden Fall. Hier ist es auch viel strenger, denke ich, und die meisten Leute tragen Masken. Wir waren auch eben im Park spazieren. Da haben fast alle eine Maske aufgehabt und Kathi setzt sie dann, zieht sie dann immer so runter, wenn halt keiner in der Gegend ist oder in der Nähe. Ja, und wenn jemand kommt, dann setzen wir sie wieder auf. Ja, so machen wir das. Wo wir in San Diego zum Beispiel waren, da waren auch voll viele Leute ohne Maske im Vergleich zu der Bay Area. Hier ist es ganz anders, auch wenn du die Staaten nimmst wie Florida oder so. Die ticken alle ein bisschen anders irgendwie. Aber dafür sind die Fälle in Kalifornien drastisch runtergegangen. Hey Leute, schaut mal, was hier steht. Face covering required, please keep 6 feet apart, thank you. Das verlangt unsere Community, dass wir die tragen. Das ist schmutzig. Das hängt schon seit letztes Jahr, März oder Mai oder was auch immer. So, wir fahren jetzt in unsere Lieblingspizzeria hier. Ihr wisst ja, wir hatten einen in Wesley Chapel und hier haben wir auch einen. Nur, dass die Preise ganz anders sind als in Florida. Aber hier haben wir noch nicht probiert. Ja, hier soll sehr gut, der ist auch ziemlich neu. Guck mal, diese ganzen Zelte, guck mal, dieses geile Biker. Diese ganzen Zelte, die hier stehen, das ist alles wegen dieser Corona. Deswegen sind die alle hier so. Restaurants sind das. Ja, Restaurants, das ist Downtown Pleasanton, habe ich das erwähnt eigentlich. Und aber die werden das bestimmt bald wieder wegmachen, oder? Das war ja wegen der Kälte, ne? Naja, drin darfst du nicht essen. Ja, guck mal, McLaren, das ist auch so typisch hier in Pleasanton. Habe ich euch, glaube ich, auch noch nicht erzählt, aber dazu kommen wir noch. Also auf jeden Fall ist das ja, wenn man ja drin nicht essen durfte oder allgemein nur zum Mitnehmen. Jetzt dürfen die aber draußen wieder halt sitzen und die sitzen hier so. Deswegen unser schönes Pleasanton-Schild in Downtown. Die Bäume noch kahl, aber es wird schon langsam. Die Kirsch, wie heißen die Bäume? Cherry Blossom. Cherry Blossom. Oh, guck mal, der schöne RS6, das ist der neue. Auf jeden Fall zurück zu den Autos zu kommen. Diejenigen, die Autos mögen. Gerade jetzt, letztes Jahr, ist es extrem gewesen. Naja, wir sind ja noch nicht so lange hier, ehrlich gesagt. Ihr wisst gar nicht, wie viele McLarens ich schon gesehen habe. Und alle nur in Pleasanton. Oder hier, Pleasanton, Dublin. Dann Lamborghinis, Ferraris. Hier, ein M4 steht hier. Das ist so stinknormal hier. Aber echt, wenn man Autos mag, so wie ich, hier ist es echt super. Ich habe noch nie so viele, wie sagt man, exotische Autos auf einen Haufen gesehen. Außer in Miami natürlich. Das ist aber eine andere Liga, wenn ihr in Miami seid, in Ocean Drive, da ist halt so, aber viele sind auch gemietet dort, muss man dazu sagen, von den ganzen Touristen, die kommen und Kohle haben. Aber hier,
nichts gemietet. So Leute, seht ihr da? Amici's. Das ist die Pizzeria, wo wir jetzt hingehen. Guck mal, hier steht ein 4K-Brio. Da wir so über Autos reden und gerade wo ich aus Downtown rausgefahren bin. Livia, komm mal her, nicht auf die Straße. Da wir so über Autos gesprochen haben, Downtown rausgefahren, dann kommt so ein grüner Lambo mir entgegen. Und den kenne ich, glaube ich, sogar. Ich war mal mit Livia in Dublin spazieren, so in der Nachbarschaft. Und da habe ich den Lambo, Bentley und Rolls Royce gesehen in der Einfahrt. Falls ihr euch wundert, warum das Haus nicht so extrem teuer aussieht, es kostet trotzdem knapp 2 Millionen hier in dieser Gegend. So, wir haben unser Essen bekommen. Guck mal. Das ist eine Käsepizza. Und das ist so eine Pizza mit so einem Schinken drauf, Zwiebeln. Das ist Papas Livia. Spinat, also die ist richtig lecker, die hatten wir letztes Mal. Jetzt das Krasse ist, die Preise, okay? Diese Größe hier kostet für diese Käsepizza 15 und diese hier kostet 30. Und in Wesley Chapel hatten wir diese Käsepizza, die ja wahrscheinlich viele von euch haben das Video oder die ganzen Videos gesehen, wo wir immer dort gegessen haben. Da haben wir für so eine Pizza in der Größe 15 bezahlt. Und hier kostet die 15 in dieser kleinen Größe. Und im Angebot haben wir die sogar oft für 10 oder 11 gekriegt, ja, ne? Mhm. Livia, essen, okay? Ja. Livia, guck mal hier! Komm hier! Livia, geh zur Seite, da kommt gleich jemand. Livia, da rutscht gleich jemand runter, komm her. Geh zu Mama, geh hier hoch. Komm hoch. Wow, du kannst aber klettern, du. So, wir sind fertig. Wir sind jetzt hier in einem riesen Park am Spielplatz. Guck mal, wie es hier aussieht. Komm her. Geht's dir? Geh rein. Zeig, wie du rutschen kannst. Schaukel. Livia, weg. So, wir fahren jetzt noch Eis essen. Das war Mamis Idee, um Livia wegzulocken vom Spielplatz anscheinend. Hier vorne ist... Was ist das? Freibad? Ist das ein Hallenbad? Nein. Freibad. Es ist offen, ja, ein Freibad. Freibad. Jo, da hinten steht unser Auto. Ja, wir fahren gerade eben, wo wir noch beim Essen saßen. Was meint ihr, was da wieder lang gefahren ist? Ein weiterer Lamborghini. Japp, geile Kiste, ey. So, jetzt fahren wir Eis essen und dann reden wir über unseren Rückblick. So, wir haben uns, was ist das? Karamelleis von McDonald's. Also ich glaube, wir haben das noch nie gehabt in den USA in 8 Jahren, wa? Mhm. Naja, wir haben auch nie McDonald's wirklich gehabt, um ehrlich zu sein. Erst in letzter Zeit. Hier, Schatz, willst du? Erst in letzter Zeit fahren wir etwas dahin. Sonst waren wir hier nie in den ganzen Jahren, außer mal frühstücken. Was ich noch vergessen hatte zu sagen ist, oder was ich euch sagen wollte, nachdem wir mit der Pizza fertig waren und die Rechnung kam, 2 Pizzen, die ihr gesehen habt und 2 Corona-Bier, eins für sie, nicht beide für mich, waren $64. Mit Tipp habe ich $75 bezahlt. Pizza essen, Leute, Pizza essen mit 2,5 Personen. Das ist die halbe. Ja, so ist das. Und jetzt Eis. Normalerweise, wenn wir Eis essen, ist es auch. Was kostet uns immer so um die $15, ne? 2 Eis. Ja, Cold Stone da auch da hinten, ne? Oder da hinten ist ein Tuck günstiger, aber. Okay, man kann aber auch in der Stadt bei uns. So, jetzt kommen wir endlich zu unserem Rückblicksvideo 2020, was wir so erlebt haben nach dem Quarantänenvideo. Ich habe hier meinen Laptop, damit ich ein bisschen gucken kann, denn ich habe auch nicht alles im Kopf. Also nach dem Quarantänenvideo, was ihr ja schon gesehen habt, lange her, wer es noch nicht gesehen hat, guckt euch das mal an. Das war ja im April, da war ich auch 2 Monate zu Hause. Wegen Lockdown und alles. Und dann ab Mai, irgendwann ab Mai, Mitte Mai oder so,
bin ich wieder zur Arbeit gegangen. Dann haben wir unser Schichtmodell gewechselt auf der Arbeit. Wir haben angefangen zu arbeiten 12-Stunden-Schichten, 3 Tage die Woche. Also ich arbeite Montag bis Mittwoch, jeweils 12 Stunden am Tag. Was ziemlich cool ist, denn ich habe dann immer 4 Tage frei. Dann waren wir auf einer Straußenfarm, ne? Oh, warte, ich brauche meine Maus. So. Ja, im Juni waren wir dann auf so einer Straußenfarm. Da gab es auch noch andere Tiere, aber war schon ganz cool. Oh, das war groß. Heftig, wa? Livia, was ist das? Hat Livia ein paar Tiere gesehen. Da gab es auch Pferde und alles. Komm, wir geben Pferd. Gib Pferd. Mach so. Ja, mach so. Pferd hier. Ja. Livia, high five. Livia, high five. Hier, zu Papa, high five. Yeah, good job. Komm, wir gehen noch mal Rasen. Dann haben wir im Juli, den 4. Juli, den Unabhängigkeitstag gefeiert. Da waren wir bei Freunden, die aber nicht mehr da sind. Das ist der Gero und seine Familie. Ich weiß nicht, ihr müsstet wahrscheinlich Gero, oder einige von euch kennen Gero mit Sicherheit. Ich habe da so ein Video gedreht über, ich glaube, Traumjob in Kalifornien oder so heißt das. Ja, da waren wir bei den 4. Juli feiern. Dann haben den Tag davor mir noch ein bisschen, glaube ich, im Park gebolzt. Dann waren wir mal im, das war schon Anfang August, da waren wir das erste Mal beim Pier 39, also Pier 39. Das ist in San Francisco, für diejenigen, die es nicht bekannt ist. Kathi wollte schon lange dahin. Das ist der bekannte Pier, ne? Da, wegen den Seerobben, ne? Oder warum? Ja, dann waren wir dort, war aber ziemlich windig, muss ich dazu sagen, obwohl das Anfang August war. Also, es ist oft windig, gerade in San Francisco, aber es war so kühler Wind oder kalter Wind sogar. Dann kam der Tag, an dem Livia 2 Jahre alt wurde. Und da haben wir es gefeiert mit Gero und seiner Family, Tanja und die Kids. Das ist Livia. Hallo! Happy Birthday! Das wird oh. Ich bin dir zum Geburtstag. Da waren wir im Park draußen, bei uns hier vorne, nicht weit weg, wo wir heute spazieren waren, da in der Gegend. Happy Birthday, dear Livia. Happy Birthday to you. Und da haben wir halt Kuchen gegessen. Katja hat einen Kuchen gemacht. Also war ganz nice, aber es war sehr heiß. Say please. Ich weiß noch an meinen Geburtstag. Denn wir mussten ja draußen sitzen beim Essen, weil wegen Corona durfte man ja nirgendwo rein. Da saßen wir draußen an meinem Geburtstag, Anfang September. Und es waren 43 Grad, glaube ich, ne? Es war richtig heiß. Kurz vor meinem Geburtstag, sehe ich gerade, waren wir in so einem Park zum Hiken, also Wandern. Es ist hier unser Berg hier vorne, da oben gibt es einen schönen Park mit einer schönen Aussicht, kann man wandern gehen. Und um da reinzukommen, muss man durch eine Nachbarschaft fahren, die gated ist, also die ist komplett dicht, mit Pförtner sogar. Und man kommt dann nur rein, wenn man halt da lebt oder jemanden besucht natürlich. Oder wenn man in den Park möchte, aber nur wenn man
Pleasanton Einwohner ist. Also man muss nachweisen, dass man in Pleasanton lebt. Sonst geht es wohl nicht. Und da waren auch richtig schöne Häuser. Und da stand auch natürlich ein McLaren in der Einfahrt. Das war richtig schön dort. So, da unser Pool ja den ganzen heißen Sommer hier geschlossen war, wegen Corona, hat Kathi sich was ausgedacht, aber erst ab, ich weiß nicht, wann das so kam, aber irgendwann kam sie mit der Idee, dass sie hier auf dem Balkon dann Livien so einen Container reinsetzt, Wasser reinmacht. Ja, und dann, das war ihr eigener Pool halt. Und so haben wir das gemacht, bis der Pool mal geöffnet wurde, aber das kam ein bisschen später. Dann hatten wir die berühmten Feuer hier. Das war kurz nach meinem Geburtstag. Also auch im September. Danke, Schatz. Also auch im September. Ich weiß nicht, ihr habt mit Sicherheit was davon mitbekommen. Also wir hatten heftige Feuer hier in Kalifornien, gerade in der Bay Area, denn wir hatten nördlich von uns ein heftiges Feuer, eine Stunde nördlich, so Sonoma, Napa, die Gegend. Dann hatten wir südlich von uns, 15 Minuten südlich von uns. Und westlich Richtung Santa Cruz in den Bergen. Also das war echt extrem hier und es... Wir hatten ja schon bei Location Warnings, ne? Nicht bei uns. Hatten wir? Also wir waren sehr... Wir haben, sag ich mal, Glück gehabt, dass wir nicht evakuiert worden sind. Es war schon eine Warnung raus. Aber ja, wir waren auf jeden Fall, wir haben Glück gehabt, dass die das Feuer da südlich von uns dann unter Kontrolle bekommen haben, dass es nicht weiter ausgebreitet ist. Und hier bei uns ist ja so ein Fairground in Pleasanton, da sind zum Beispiel Schützenfest, da ist ein riesen Platz, das ist ja gleich hier ein paar Minuten von uns. Ja, Corona-Impfung machen die jetzt oder Corona-Tests damals. Oder damals mit den Feuer, da waren sehr, sehr viele Feuerwehrleute hier, haben quasi gehaust in Zelten und so. Denn es waren ja damals, ich bin der Meinung, wie viel? Ich glaube 20.000 Feuerwehrleute in ganz Kalifornien. Wir waren noch über 600 Feuer. Weil im Süden hat es ja auch gebrannt. 600 Feuer? Ja, das war schon krass. Und wie das hier mal immer aussah, wie so eine Apokalypse, ey. Wir waren mal mitten am Tag rausgegangen und so sah es aus, also richtig krank. Als ob die Welt untergeht oder als ob wir auf dem Mars schon leben und so, weil Elon Musk, der baut ja schon was auf für uns. Und dann kam der Tag, da haben die uns erlaubt, das war zum Ende September, da haben die uns wieder erlaubt, zum Pool zu gehen. Jedoch mussten wir dann uns online anmelden. Jeweils eine Stunde, ne, durfte man. Die haben das quasi separat gehalten. Links und rechts halt, man konnte mit zwei Familien maximal, ne? Und die mussten halt, die eine war dann links vom Pool, die andere rechts vom Pool. Ja, und das war dann, musste man sich immer online anmelden. Kathi und Livia sind öfters hin. Ich war ja, wenn ich arbeiten war, halt Montag bis Mittwoch. Und ab und zu war ich mal auch mitgegangen. Ja, das war aber schon zum Ende September. Das heißt, es hielt nicht mehr lange. Dann wurde es ja auch schon, sag ich mal, zu kühl für den Pool irgendwann. Irgendwann im Oktober dann. Dann waren wir sich gerade in, das war im Oktober, auf einem Pumpkin Patch, immer vor Thanksgiving. Dann kann man sich Kürbisse kaufen
Und dann haben die für Kinder halt so Aktivitäten und alles. Also diesmal, wo wir waren, ist echt interessant gewesen. Da gab es viel Zeug und so, also war schon cool. Oh, ich sehe gerade, wir haben wieder Kürbisse geschnitzt. Schreibt mal in die Kommentare, wer hat diesmal gewonnen. Livias Kürbis ist der, der so schön bunt ist. Wahrscheinlich hat Livia auch gewonnen. Sie hat aber nicht geschnitzt. Dann waren wir das erste Mal mit Livia, oder für Livia war es das erste Mal, Trick or Treat. Geh. Da drin ist ein Bonbon. Geh, Livia. Hast du Bonbon? Say thank you. Ja, das war das erste Mal für Livia, war sehr interessant. Sie war verkleidet als Minimaus, ne? Ja, einmal für uns war es ja auch das erste Mal, sonst sind wir ja nie gegangen oder haben ja nicht unternommen. War ganz cool. Und dann sehe ich gerade, das war glaube ich wieder das. Die hatten dann die Restaurants komplett zu, außer halt Takeout, also zum Abholen oder Liefern lassen. Also draußen auch nichts mehr. Und dann am. Ich weiß nicht, wann die es wieder dicht gemacht haben, ihr wisst ja selber, wie das so läuft. Auf jeden Fall sehe ich gerade, ich habe hier Anfang November habe ich hier ein Video, da spiele ich mit Livia bei Cheesecake Factory, ne? Mach weiter. War wie das erste Mal, dass wir seit langem mal wieder drin gegessen haben. Und das war das einzige Mal. Dann haben die wieder dicht gemacht, ne? Ja. Ja, und dann kam was ist das? Thanksgiving. Ja. Yep. Dann kam Thanksgiving. Das ist, was Kathi hier vorbereitet hat. Da waren wir zu Hause. Und dann sind wir, Ende November ist das, Leute, dann sind wir zum Pazifik gefahren, denn uns ist aufgefallen, oder eher gesagt, Katja das gesagt, wir waren, so oft wir auch lang gefahren sind am Pazifik, oder wir waren nie auf dem Sand gewesen. Bist du sicher? Aber auf jeden Fall waren wir nie so nah am Wasser, sagen wir so. Hier in Kalifornien. Und dann sind wir mit Livia hin. Sie hat ihre Gummistiefel angehabt. Nördlich von Santa Cruz sind wir hin. Ja, und dann waren wir ein bisschen da unterwegs. Livia hatte Spaß. Und dann, kurze Zeit später, Anfang Dezember, sind wir nach San Francisco gefahren. Und dann waren wir oben an der Golden Gate Bridge, ganz hinten links, also wenn man vor der Golden Gate steht in San Francisco. Und wir sind da schon oft so lang gefahren, aber nicht komplett da in die Richtung. Es war echt super, wunderschöne Aussicht. Dann sind wir noch zu dem berühmten Strand gefahren, auch da ganz unten am Pazifik. Aber das ist ganz im Norden halt von San Francisco. Und da ist so ein ganz, ganz dunkler Strand. Also ist jetzt nicht so mein Fall, aber halt interessant zu sehen. Und dann waren wir endlich, und das war schon kurz vor Weihnachten, Leute, da waren wir endlich mal im Yosemite National Park gewesen. Es ist echt traumhaft schön dort. Wir wollten da schon mal hin, wo meine Eltern noch hier waren. Da haben wir es aber doch nicht gemacht. Aus welchem Grund auch immer. Und bisher sind wir immer noch nicht hin. Diesmal haben wir auch gesagt, okay, das war ein Tagesausflug. Yosemite ist von uns ungefähr 3 Stunden. Wir sind morgens hin und abends zurück. Django sogar mitgenommen. Der hatte auch Spaß.
So, wir haben Schnee gefunden im Yosemite Park. Für Livia erste Mal, für Django erste Mal und für uns auch. Hier, Schatz, ich habe die Leine losgelassen. Guck mal, er mag es. Hä? In Deutschland. Was? Guck mal, da hinten fahren die Schlitten. Livia, was sagst du? Guck mal, wie die sich freuen. Django. Livia sucht den Weihnachtsmann. Schöne Bäume. Der ist richtig nass, ne? Ja. Der Schnee, klebrig. Was ist das für Schnee? Wir haben gerade einen Kojoten gesehen, ne, Schatz? Hä? Ja. Wo geht's, Livia? Guck mal, den Baum. Es war dort Schnee, hier liegt ja nie Schnee, nur halt manchmal sieht man auf den Bergen oben drauf, aber hier nie. Hier waren sogar echt, es war richtig angenehm in Pleasanton, um die 15, 17 Grad, Sonnenschein, so ganz schön, und dort war, ich glaube, es war 0 Grad oder so, ne? Also um die 0 Grad, und dort war Schnee, teilweise Schnee und glatt, ohne Winterreifen. Dann halt über die Berge gefahren, dann wieder runtergefahren ins Tal. Da war halt kein Schnee, aber es war echt super kalt. Aber das war echt wunderschön. War das erste Mal Schnee für Livia und Django. Die hatten echt Spaß. Mami hatte auch Spaß. Ne? Nur ja, ich bin nicht so der Fan von. Aber wisst ihr, das Coole ist, wenn man so lebt, meine Meinung. Zum Beispiel jetzt in Deutschland war ja so viel Schnee. Ihr habt ja keine Wahl, wisst ihr? Ihr wohnt da, es schneit, ihr müsst damit leben. Wenn man so lebt wie hier, ist das Coole, hier ist nie Schnee, wo wir sind. Aber wenn man Bock hat auf Schnee, fährt man 3 Stunden in die Berge, verbringt dann einen Tag oder ein paar Tage, wie auch immer, dann Wochenende, hat Spaß, ob es Lake Tahoe wäre oder Yosemite, und so wunderschön. Und dann kommen wir wieder zurück und hier ist es sogar schön angenehme 15, 17 Grad zum Beispiel. Also das ist schon cool, finde ich. Ja, das war so unser 2020 so. Meine paar andere Sachen wahrscheinlich auch noch, aber ich gehe nur danach, was ich für Material halt habe. An was wir uns erinnern können. Ja, und jetzt sind wir wieder da, ne? Was ich auch überlegt habe, ich glaube, ich müsste mal wieder ein Q&A machen, also Frage-Antwort-Video. Ich denke, nach so langer Zeit wird es an der Zeit. Also wenn ihr Lust habt, stellt eure Fragen in die Kommentare unter dieses Video. Und alles, was unter diesem Video sein wird, nach einer bestimmten Zeit, werde ich anfangen zu beantworten. In einem weiteren Video. Alright, Leute, dann sehen wir uns im nächsten Video und wahrscheinlich das Frage-Antwort-Video. Bis dann, ciao.